So Leute, weiter geht's bei Let's Play Zelda The Minish Cap mit der Kotelettstanze. Jo, wir sind ja hier gerade dabei, ein paar Secrets zu finden und genau damit machen wir diese Folge auch mal weiter. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich das jetzt hier treiben möchte, aber ich denke mal, wir sind noch die eine oder andere Folge damit beschäftigt. So, was mir aufgefallen ist, wir haben ja hier uns diesen Teich angeguckt. Ich muss aber nochmal hier nach rechts wandern, denn dort gab es ja noch eine Tür im See. Habe ich letztes Mal aus irgendwelchen mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen übersehen. Und ja, das gucken wir uns jetzt natürlich nochmal an. So, rechts die Hexe kennen wir, da unten die Tür bin ich mir augenblicklich nicht sicher. Wollen wir mal schauen, ob ich da irgendwie relativ einfach hinfinde. Gibt es irgendwo ein Herz? Jo, gibt es. So, von der Hexe aus können wir da leider nicht hin. Das ist bedauerlich. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einen Umweg nehmen. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier, wenn wir uns hier reingraben, dass wir dann da unten rauskommen? Zumindest ist das jetzt der Plan. Oh, ein Sack. Da kommt man leider nicht weiter. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Wo kommt man denn hier raus? Am Hyliasee. Das hilft uns nur bedingt weiter, aber es ist akzeptabel. Denn auch hier haben wir noch Geheimnisse zu entdecken. Genau. Und zwar diese Insel da oben. Wir waren das letzte Mal hier schon unterwegs, aber ich habe irgendwie diese Insel da nicht zur Kenntnis genommen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo das war. Ja, ich glaube hier. Aua, aua, aua. Alter, verpiss dich, du blödes Ding. So. Oh, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus, aber hier waren wir schon mal. Okay. Ich frag mich gerade, wie man nach da oben kommt. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie raus. Hab ich in der Tat vergessen. Wie kommt man denn da hin? Ach so. Wir müssen noch Fragmente vereinen mit irgendjemandem und dann wächst da, glaube ich, eine Liane. Zumindest könnte ich mir das gerade so vorstellen. Gut, dann gehen wir einfach mal nach hier unten. Da kommen wir temporär auch nicht weiter. Das ist ja alles hier gerade mal ein bisschen ärgerlich. Aber weil wir mal schon dabei sind, gucken wir uns mal an, ob wir hier hinten schon waren. Ich habe letztes Mal behauptet, dass wir hier waren, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Bist du gekommen, um meine Bohnen zu stehlen? Das schaffst du nicht, sie sind zu groß. Hm. Okay, Fragmente vereinen können wir hier leider nicht. Ins Bett gehen können wir auch nicht. Dann hauen wir hier wieder ab. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier alles erledigt haben. Und hier oben in der Höhle sind wir, meine ich, auch schon gewesen. Aber was ich glaube, interessiert nicht. Wir, ja doch, da oben. Ich guck noch mal eben. Okay, da oben waren wir auf jeden Fall schon. Da natürlich die große Frage, ob es hier nebenan vielleicht noch irgendetwas gab. Sieht aber nicht so aus. Einmal Greifenmantel bitte.
Einmal tauchen. Nee, nix. So, und hier oben sind wir bereits gewesen. Das heißt, die Höhle können wir auf jeden Fall auch abhaken. Na, hier können wir mal ein bisschen abkürzen. Okay. Dann werden wir mal als nächstes hier unten hinschwimmen. Da habe ich nämlich gerade gesehen, da können wir auch noch durch. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, hier war das. Juhu! Einmal in den Tyloria-Wald. Kann man hier irgendwo rein? Nö, kann man nicht. Bild flackert gerade ein bisschen. Hier war ich, ja, hier war ich auch schon. Okay. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es hier nichts mehr gab und geh mal direkt weiter. Wir müssen irgendwie in den Süden von dem Wald kommen. Ich habe leider gerade gar keine Idee, wie wir das anstellen können. Das werden wir auch alles gemacht haben. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Ja. Das haben wir schon alles erledigt. Jo, dann werden wir uns hier mal wieder zurückbuddeln. So, der Ausflug hier, der hat jetzt mal gar nichts gebracht. 7 Minuten und es hat nichts gebracht. Aber hier können wir immerhin dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Karte eben. Ja, einfach nach rechts gehen und dann sollte da irgendwie eine Höhle sein. Ich bin der Meinung, dass wir hier auch schon mal reingeguckt haben irgendwann. Da ist auf jeden Fall so ein komischer Typ. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch ein Glücksfragment für 100. Ja, das nehmen wir jetzt mal mit. So, und der möchte auch Fragmente vereinen. Das ist sehr gut. Wollen wir mal schauen, was das wieder für einen Effekt hat. Prost. Gott, da oben in der Ecke. Gut. Ja, werden wir uns gleich anschauen müssen. Naja. Versuch war's wert. Gab es hier noch irgendwas? Da ganz unten. Ja, wir machen das jetzt tutti completi. Überall schauen wir uns jetzt diese Teile an. Wo ist denn das ungefähr gewesen? Ja, okay, ich muss hier noch nach nebenan. Hier hat das Ganze Desaster mal angefangen. Da ist uns die komische Mütze auf den Kopf gesprungen. Hier gab es etwas, das haben wir uns auch schon geholt. Achso, mittlerweile können wir ja fliegen. Fliegen, schwimmen, was rede ich denn da? Dorf der Minisch. So, und weil wir hier so lange nicht waren, muss ich hier auch mal eben gucken, ob noch irgendjemand so eine Gedankenblase hat.
Wäre total cool, wenn man hier irgendwie so einen Kompass hätte. Aber ich glaube, hier gab es irgendwo noch ein Geheimnis. Aber es kann sein, dass wir das auch schon geholt haben, weil ich mich damals dran erinnert habe. Das haben wir auf jeden Fall bekommen. Genau, hier hinten, da wohnte, glaube ich, nur einer. Und das ist quasi nur so ein, ja, so ein kleines Easter Egg gewesen. Ah, nee. Der kann Fragmente vereinen. Yay. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Mwah. Oh, das ist oben in den Bergen. Da können wir jetzt irgendwo anlanden. Bei dem Wasserfall. Das hoffe ich auch, dass da was Gutes passiert. Sonst komme ich wieder und beschwere mich bei dir. Das Problem ist, dass ich mir das jetzt irgendwie auch noch alles merken muss. Okay, der hat nichts mehr. Da können wir aber theoretisch nach links weg. Ich erinnere mich. Nichtsdestotrotz, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir nochmal eben bei den anderen vorbei. Aha. Yo, ich möchte. Wuhuhu! Fragment Day! Dum, 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 dum. Was bist du denn für einer? Es wäre doch toll, wenn man die Bomben fernzünden könnte. Hm, genau, man muss sie nur ein wenig umbauen. Da waren wir gerade. Das ist gar nicht weit weg. Geil. Da geht's ja weg. Das heißt, theoretisch könnten wir da jetzt weitergehen. Ich werde jetzt aber gucken, ob die anderen hier auch noch was haben. Denn offenbar scheinen die ja alle sehr fragmentgeil zu sein momentan. So, da haben wir glücklicherweise auch. Sehr ergiebig. Die ersten 7 Minuten haben wir überhaupt nichts gerissen. Und jetzt kriegen wir hier... Was ist das denn? Ah, jetzt kommen wir auch um die Ecke. Verstehe. Sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall noch vorbeigucken. Aber jetzt werde ich erst nochmal das Haus hier checken. Hier waren wir, glaube ich, schon. Da... Weiß ich gar nicht mehr so genau. Die haben alle nichts mehr im Petto. Okay, dann gehen wir nochmal in den Schuh rein. Der hat auch nichts. Und weil es so schön war, gehen wir auch noch nach rechts in das Fass. Dann haben wir das hier wenigstens komplett. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Oben stand keiner mehr. Also oben in dem Fass, das weiß ich zufällig noch. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch die Bude von diesem komischen Typen wiederfinden. Die war jetzt rechts von dem Eispalast. Das muss irgendwo hier oben gewesen sein. Von dem Ältesten, genau hier. Der hat uns ja damals auf magische Art und Weise den Vorhang hier geöffnet. Und das müsste schon direkt der Bombenbauer sein, der auch seine Fragmente vereinen will. Was ist denn hier los? Jetzt wollen sie es aber wissen. Eine Kiste. Na gut. Auch die Kiste werden wir uns einkisten. Wir können da ja zum Glück schnell reisen hier mit diesen Dingern. So, jetzt noch einmal. Huch, wollte ich nicht drücken. Einmal orientieren. Ach, der Bombenbauer. Möglicherweise hätte ich mal mit dem reden sollen. Aber ich befürchte, dass seine Bomben ein bisschen teuer sind. Und fertig, die Fernzünderbombe, genau wenn du es willst, macht's bumm. Probier's aus, wenn du normale Bomben brauchst.
tausche ich sie dir zurück. Oh, der tauscht das einfach so. Okay. Ob das nützlich ist, das wird sich im weiteren Spielverlauf zeigen. Im Augenblick bin ich mir da unsicher. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier unten und da muss ich auch noch mal auf die andere Seite rüber. Okay, da kommen wir nicht ran. Da 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 da. Und der nächste bitte. Auch von denen haben wir noch reichlich in der Tasche zum Glück. Das ist bestimmt wieder so ein komisches Monster, ne? Oh! Oh! Das ist direkt nördlich von mir. Sehr geile Sache. Das kriegen wir diese Folge gar nicht alles hin. Das wird auf jeden Fall länger dauern. Oder ich mache ein bisschen länger. Ja, das überlege ich mir gleich. Herzteil! So, zwei brauchen wir nur noch. Und da gibt es wieder ordentlich was auf der Tasche. Ja, die Muscheln habe ich schon mal erwähnt. Egal, who cares? Ich werde nicht diese Tauscherei an dem Automaten machen. Ach so. Machen wir das alles mal ein wenig effizienter. Zumindest hoffe ich das. Lonlon Farm. Wir müssen nicht zur Lonlon Farm. Wir müssen nach links. Irgendwie. Da kommen wir nicht weiter. Da unten ist zu, das weiß ich. Kann sein, dass ich auch hätte nach Norden gehen können. Aber ich weiß, dass der Weg hier auf jeden Fall funktioniert. Deswegen gehen wir einfach den Umweg. Habe ich den hier eigentlich schon gemacht? Ich glaube. Ja, scheine ich schon gemacht zu haben. Da konnte man klingeln. Hier im Dorf müssen wir auch noch mit allen möglichen Leuten reden, habe ich das Gefühl. Da wird uns noch das eine oder andere fehlen. Da bin ich falsch. Ob ich da nochmal nach oben gehe? Kommt her. Bin jetzt irgendwie gerade total im Forscherfieber hier. Hallo. Ja, das hat aber leider sonst nichts. Nein, nein. Ich möchte gern weg hier. Hat sonst nichts gebracht. Egal. Das war ja ganz toll. So, genau hier wollte ich hin, denn hier können wir uns jetzt in die Höhle graben. Das haben wir ja auch eben gerade bekommen. So, schauen wir mal, was es hier gibt.
bestimmt wieder so ein Fragment-Vereinigungsteil. Aber erstmal haben wir ein Herzteil erhalten. Sehr schön. Was bist denn du für einer? Ja, das mach mal. So, ich muss jetzt hier natürlich noch die nördliche Wand freigraben. Okay, hier gab es Muscheln. Sehr eigenartig. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch so einen Goron bekommen. Verarscht. Haben wir aber nicht. Macht aber nichts. So, wollen wir mal hier ein bisschen tauchen gehen. Bringt aber nichts. Ich will manchmal einfach zu viel auf einmal. So, du geh mal weg. Du auch. Hat er sich so gedacht? Ich habe befürchtet, dass hier sowas kommt. So, wo sind wir hier überhaupt mittlerweile gelandet auf unserer Tortur? Okay, gehen wir mal einen nach rechts. Hast du dir so gedacht? Da oben sind wir, glaube ich, schon gewesen überall. Oh, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das gucken wir uns definitiv später an. So, wir sind nämlich jetzt bei 21 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da werde ich jetzt mal die Ocarina schwingen. Das ist übrigens dieselbe Musik wie aus Zelda 1. So, wir schwingen uns mal nach da unten. So, und dann nehmen wir uns mal die Stiefel an der Hand. Was war denn das hier nochmal für ein Schwertmeister? Der erste. Okay, da fehlen uns noch die anderen Schriftrollen. Da müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Eieieiei. So, jetzt mal überlegen. Also, da ist theoretisch ein Loch, in das wir gehen können. Ich muss nebenbei mal überlegen. Also hier kann ich überall als kleiner Link lang gehen. So, hier durch, das heißt, ich muss von der Brücke oben kommen. Hier fehlt uns übrigens noch ein Blatt oder irgendwas, damit wir hier hinschwimmen können. Habe ich nicht gesehen, macht nichts. So, da kommen wir dann her. Ach, hier ist so ein goldenes Ding. Ist ja ein bisschen blöd, na egal. Ja, Alter, ich will nicht. Schön, haben wir den auch eingesammelt. Bringt uns aber alles nicht weiter, weil wir uns klein machen müssen. Hier fehlt noch, also hier fehlt noch was, da kann man später auch noch runtergehen. Was gibt's denn hier? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe mal den Bogen bekommen. Ja, hier gab es irgendwie einen Bosskampf mit einem... Ich glaube, es war der Bogen. Oder eine Lampe oder so, weiß ich nicht mehr. Die sind ja geizig hier.
Bomben. Mann, hier gibt es viele Bomben. Okay. Bringt uns alles noch nichts, weil wir brauchen die Stelle, wo wir uns klein machen können.